Leipzig, Thailand, RTL startet die nächste Insel-Dating-Show. Nach Adam sucht Eva und Love Island RTL 2, werden bei Temptation Island aber nicht nur Singles am Start sein. Vielmehr geht es um Paare, die ihre scheinbar intakte Beziehung auf eine harte Probe stellen. Werden die Vergebenen den Flirtkünsten der sexy Singles widerstehen? Mit dabei ist auch Michelle Hendrich aus Leipzig. Tag 24 hat mit der 21-Jährigen über ihr Abenteuer gesprochen. Humor soll er haben, nicht langweilig, groß und dunkelhaarig sein. Michelle hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann, dem sie auf der thailändischen Trauminsel Koh Chang begegnen könnte. Es gibt da nur ein Problem, denn der Schönling wird im Gegensatz zur Jurastudentin vergeben sein. Gemeinsam mit 10 anderen Single-Ladies ist es die Aufgabe der fitnessbegeisterten Sexin, zumindest einen der verpaarten Ecken-Jungs, abgeschottet von seiner Freundin, zu verführen. Beim Dreh hat sich das Küken der Gruppe schon super mit ihren fiesen MitstreiterInnen verstanden. Zickenzoff? Fehlanzeige. Wir haben uns nie als Konkurrenz gesehen, sagt die 21-Jährige, die bei Take Me Out und Leben. Leben. Leipzig schon erste TV-Erfahrung gesammelt hat, Tag 24 berichtete. Wie würde sich die Leipzigerin eigentlich fühlen, wenn sie in der Haut einer vergebenen Dame stecken und über einen Bildschirm sehen würde, wie ihr Freund mit einer anderen flirtet? Ich wäre enttäuscht und würde umgehend das Gespräch mit ihm suchen. Das ist aber auf Temptation Island nicht so ohne weiteres möglich. Denn alle Vergebenen sehen in regelmäßigen Abständen nur Videos ihrer Partner bei den Dream Dates. Nicht allen wird das, was sie sehen, erfreuen. Im Gegenteil, Misstrauen entsteht, Tränen fließen und Rachegelüste kommen auf.